Hallo Leute, und zwar möchte ich euch heute mal 12 3D-Seiten vorstellen, also wo sozusagen STL-Dateien oder eben Druckvorlagen abliegen. Die 12 Stück, die ich jetzt vorstelle, sind welche, wo man sich nicht registrieren muss und wo es auch kostenlose Objekte gibt. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir mit der ersten Seite an und dann gehen wir nacheinander die 12 Stück durch. So, die erste Seite, die ich euch zeigen möchte, ist myminifactory.com. Kann man hier oben im Grunde erstmal suchen nach was, wenn man jetzt schon mal weiß, was man haben möchte. Oder hier unten sind verschiedene Bereiche, die man anwählen kann. Was mir besonders gefallen hat, ist hier auf der Seite Scan the World. Ich zeige euch das mal im Beispiel. Ich klicke da jetzt einmal drauf. Und dann passiert mir Folgendes, dass man hier auf Map gehen kann, wenn man sich das hier loadet. Wir warten mal ein bisschen. So, jetzt auf Map. Ja, und zwar seht ihr dann hier auf dieser Karte, die braucht ein bisschen, um sich aufzubauen. Ich habe das hier gecuttet. Sieht man verschiedene Objekte, die sozusagen hier in verschiedenen Ländern irgendwie drin sind. So, gehen wir mal auf London, ist ein bisschen groß. Gehen wir mal auf Dänemark. Dann scrollt er hier ran. Und dann sieht man, dass hier in Kopenhagen 59 sind. Dann geht er wieder näher ran an Kopenhagen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rausgehen, sehen wir jetzt hier verschiedene Orte. Wenn wir hier zum Beispiel auf den Ort raufgehen, dann sehen wir, dass das das National Art Museum von Kopenhagen ist. Dies hier ist die Royal Cars Collection oder das Thorvaldsen Museum oder irgendwas anderes von Carlsberg. Gehen wir mal auf das National Art Museum und dann sehen wir, dass hier verschiedene Ausstellungsstücke drin sind, die dort ausgestellt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Centaur hier nehmen, dann sieht man hier, dass das sehr wahrscheinlich ein gescanntes Objekt ist aus dem Museum. Und so verteilt sich das überall auf die Welt. Aus verschiedenen Museen sind hier Objekte drin. Finde ich ziemlich witzig. Und wenn wir den jetzt runterladen wollen, dann gehen wir hier einfach auf Free Download. Aber wir können nochmal gucken, was hier unten ist. Also wenn man kommentieren will, muss man sich einloggen. Das ist aber, glaube ich, bei jeder Seite so. Und wenn wir jetzt hier downloaden, na, dann fragen wir, einen Moment. Wir sehen, das ist jetzt hier reingestellt. Das ist recht groß, die Datei. Und ist eine STL-Datei. Das ist also sozusagen nur eine Werbeaufforderung, dass man sich anmelden soll. Aber es funktioniert, wie ihr seht, auch ohne. Machen wir das mal hier wieder zu. Und gehen hier mal wieder zurück. Und alles andere, jetzt wenn wir zum Beispiel hier auf Fanart gehen, dann sind das einfach ganz normale Überblicke, was man so alles runterladen kann. Aber gerade dieses Map-Ding finde ich ziemlich cool. Okay, das war's zu myminifactory.com. Kommen wir gleich zum nächsten. Jetzt sind wir auf Jaggi oder Jaggi.com. Das ist eine 3D-Objekt-Suchmaschine. Die vereint sozusagen viele Seiten und durchsucht diese Seiten nach Objekten. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt hier sagen, wir wollen das White House oder sowas, oder mal sehen, ob wir da was finden. Dann kommen alles mögliche an Suchbegriffen, Ergebnissen raus zum Weißen Haus. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf dieses Objekt gehen, dann sieht man hier schon, steht hier, dass es auf der Seite Thingiverse ist und free ist. Wenn wir hier rauf gehen, sieht man, dass es auf Seite Tinkercad und Free ist. Hier ist es wieder Thingiverse und Free, Tinkercad. Hier ist es auf Autodesk eine freie Version. Also im Grunde genommen vereint das hier sozusagen, ist eine Suchmaschine für mehrere Seiten. Und wenn man dann hier raufklickt, dann wird man eben
Ich kann das einmal zeigen. Verlinkt auf die Seite, wo das abliegt. Im Grunde genommen ist das schon. Hier gibt es dann auch immer populäre Sachen, die man suchen kann. Also, was andere Leute gesucht haben. Okay, das war es eigentlich zu Jackie.com. So, jetzt bin ich auf Thingiverse.com. Die Seite sollte eigentlich jeder kennen. Ich will sie nur kurz hier in meinem Beitrag erwähnen, weil das ist einfach so die größte überhaupt, würde ich sagen. Mit der meisten Auswahl und da habe ich sogar schon ein eigenes Video drüber gemacht. Also nur, damit ihr es hier einmal seht. Das ist die größte Seite an Vorlagen. Wer es noch nicht kennt, unbedingt auf diese Seite raufgucken. Jetzt sind wir auf Pins oder Pinshape.com. Da kann man hier oben einmal einschränken nach verschiedenen Themenbereichen. Wir lassen das jetzt mal. Und hier unten haben wir dann ja erste Vorschläge drauf. Gut, schränken wir doch mal ein auf Miniaturen zum Beispiel. Mal, wie es aufbaut. Und dann sieht man hier schon, auf dieser Seite gibt es auch Kaufobjekte. Das steht aber immer hier unten drin. Wenn was gekauft werden kann, ist es blau. Auf dieser Seite ist es nur ein einziger. Und ansonsten ist es jetzt hier grün. Wenn ich hier jetzt auf Download klicke, öffnet sich hier eine neue Seite. Und eröffnet aber auch sofort das Download-Fenster. Das heißt, man muss sich nicht anmelden, um etwas downzuladen. Ansonsten ist es auch, dann muss man einfach wissen, nach was man sucht und findet dann unter Umständen andere Objekte vielleicht auch als von anderen Seiten. Ja, das ist im Grunde genommen Pinshape.com. Und dann kommen wir gleich zur nächsten. Jetzt sind wir auf Youmagine.com. Das ist auch einfach eine ganz normale Seite, so wie alle anderen. Klar, und wenn man hier jetzt mal auf Design zum Beispiel geht, dann kann man hier noch zwischen Kategorien wählen. Nehmen wir hier zum Beispiel For Your Home. Und dann bekommt man hier alles Mögliche für zu Hause. Und nehmen wir jetzt mal hier, keine Ahnung, das Herz. Geht ja auch nur darum, euch das zu zeigen. Und wenn wir hier auf Download klicken, kommt hier so ein kleines Fenster und es geht auch gleich das Download-Fenster auf. Das heißt, keine Anmeldung nötig. Ja, das ist eigentlich das zu Youmagine.com. Kommen wir zum nächsten. So, jetzt sind wir auf stlfinder.com. Das ist wieder eine Suchseite für verschiedene Seiten, also eine Suchmaschine. Wie ihr hier schon sehen könnt, das liegt auf Thingiverse, das auf Turbo Squid, das auf GrabCAD und so weiter. Da können natürlich dann auch wieder Sachen dabei sein, die was kosten, je nachdem, wie die Seiten dahinter aufgebaut sind. Aber bei Thingiverse zum Beispiel könnt ihr auch sicher sein, dass es nichts kostet. Ja, im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal hier raufklicken und hier auf Download gehen, dann werden wir auch hier wieder umgeleitet auf Thingiverse. Mehr ist es im Grunde genommen nicht. So, jetzt sind wir auf repables.com. Da gibt es, glaube ich, nicht so eine Riesenauswahl. Aber vielleicht ist da für einen oder anderen ja auch irgendwas Witziges dabei. Zum Beispiel finde ich dieses Pumpkin-Alphabet ganz witzig, wenn man da jetzt mal raufklickt. Dann kann man hier auf Download gehen und dann öffnet sich auch deren Download-Fenster. Also muss man sich hier nicht anmelden. Da kann man sich natürlich dann zum Beispiel wie hier eine Lichterkette zusammenbauen mit dem Spruch, den man möchte. Völlig egal. Ja. Also die Auswahl, so wie ich das auf den ersten Blick sehe, sind 11 Seiten. Das ist jetzt nicht gerade wahnsinnig viel im Vergleich zu den anderen Seiten. Aber ich wollte sie euch einmal zeigen. So, jetzt sind wir auf libre3d.com. Das ist auch wieder eine Seite mit vielen, vielen Vorlagen. Wenn man hier mal auf 3D-Modelle geht, dann kriegt man hier alles Mögliche an verschiedenen Sachen, also an Themengebieten. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Science. Ja, war vielleicht nicht so ein tolles Beispiel, wie liegt nicht so viel Tolles ab. Households.
Na gut, es geht ja nur rum. Hier ist ein Holder für, also ein Haken für das Badezimmer. Und hier unten liegen die Dateien ab, die ihr downloaden könnt. Auch eine SCAP-Datei in diesem, also für ein CAD-Programm oder eine SEL-Datei. Wenn ich hier raufklicke, dann wird es auch direkt downloaden. Also auch keine Anmeldung nötig. Okay, kommen wir zur nächsten. So, jetzt sind wir auf The Forge. Das scheint eine Seite zu sein von einem, der hier Sachen erstellt hat, von Schengen 3. Gehen wir mal hier auf Miniaturen. Da haben wir dann ein paar Miniaturen. Wenn wir jetzt hier auf die zum Beispiel klicken, was immer auch das ist, dann können wir die hier einfach downloaden und kriegen auch direkt ohne Anmeldung die Möglichkeit, die Datei downzuladen. Sehr groß ist die Auswahl im Vergleich zu anderen, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht sind ein paar spezielle Sachen dabei, die jemanden interessieren. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten. Die nächste Seite ist redpair.com. Auch hier habt ihr wieder verschiedene Themengebiete zur Auswahl. Nehmen wir mal Hobby zum Beispiel. Da haben wir jetzt irgendwie Raketenteile. Da steht auch wieder hier unter Free. Hier unten gibt es welche, die kosten was. Also auch hier kann man wieder was bezahlen. Aber die Teile, die Free stehen haben, die kann man auch einfach downloaden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf View Files gehe und dann kriegt ihr hier eine STL-Datei und die kann ich dann auch einfach downloaden. Wie ihr seht, ist gleich wieder reingegangen in meinen Download-Ordner. Ja, das war's mit redpair.com. Jetzt sind wir auf der NASA-Seite. Und zwar gibt es bei der NASA auch ausdruckbare Modelle. Alles Mögliche, was die NASA hat, irgendwelche Sonden oder Teleskope oder Einschlagskrater. Und die kann man eben auch einfach downloaden. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Vesta nehmen, dann kann ich hier die STL-Datei downloaden. Wenn ich raufklicke, geht auch gleich die Download-Seite auf, wie ihr seht. Wer sich also für das Gebiet NASA interessiert, sind ja bestimmt ein paar interessante Sachen dabei, die ihr woanders nicht findet. Und die letzte Seite, die ich euch vorstellen will, ist irgendwie vom US Department für Health and Human Services. Das ist, ja, da sind alles Mögliche an Molekülen und anderen Sachen abgebildet. Für mich wäre jetzt persönlich nichts dabei. Aber vielleicht ist das ja ein Interessengebiet von irgendjemandem von euch, der sagt, Mensch, danach habe ich gesucht. Dann könnt ihr euch solche Sachen hier ausdrucken. Wenn ihr hier auf Download geht, dann könnt ihr hier auch noch auswählen, was ihr downloaden wollt. Und wenn ihr hier auf STL klickt, dann ladet ihr die auch direkt runter. Ja, im Grunde genommen war es das. Die 12 Seiten habe ich euch jetzt vorgestellt. Ich würde dann nochmal die Tage andere Videos machen, wo man sich registrieren muss, um was downzuladen. Aber das hier waren auf jeden Fall die Sachen, wo man sich bei den kostenlosen Sachen nicht registrieren muss. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen oder über ein Kanalabo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.